Wir verstehen uns ja als Projekt Erfolgreichmacher. Das heißt, vom ersten Moment an sind wir beim Kunden, helfen bei der Definition der Anforderungen, beim Ableiten von Optionen, von Szenarien. Und von dem Zeitpunkt an, an dem die Umsetzung anfängt, sind wir beim Kunden dabei, helfen bei der Implementierung, beim Testing und tragen dazu bei, dass am Schluss ein Projekt erfolgreich wird. Also eine Begleitung von Verovis läuft nach Kundenwunsch ab. Wir können sehr intensiv rein, wir können sehr hart rein in das Kundenprojekt, wir können uns aber auch zurücknehmen. Die ersten Schritte auf dem Projekt sind die wichtigsten, weil man legt im Prinzip einen Grundstein für die nächsten Monate, teilweise auch Jahre. Und so die Punkte, die wir schnell umsetzen, sind Projektpläne, Zeitpläne, Ressourcenpläne, Aktivitätenaufteilung. Jeder muss wissen, wo er steht im Projekt. Es braucht eine klare Struktur. Das Kernelement unserer Innovationsarbeit für Reporting-Systeme liegt heutzutage im Zeitalter der Digitalisierung in dem Thema Data Analytics oder andere sagen auch dazu Advanced Analytics. Das bedeutet, wir arbeiten heute wesentlich mehr mit den operativen Daten, die die Unternehmen und Konzerne sammeln und leiten auf Basis von Algorithmen Aussagen ab, um damit dann wiederum Maßnahmen zu triggern, die das Management ad hoc umsetzen kann. Bei jedem Projekt, das langfristig ist, das eben ein langfristiges Programm ist, wägen wir absolut ab, ob wir das Projekt anbieten können, ob wir es ausreichend besetzen können. Und somit sind wir auch sehr offen und sehr kritisch. Also das ist sicherlich oft auch ein Zielkonflikt, dass wir uns überlegen, es wäre natürlich schön, bei dem Kunden Fuß zu fassen, aber wenn wir es nicht liefern können, machen wir es lieber nicht.